So, hallo. Schaut ihr denn hin? Da her. Wir haben heute die Spikes rausgedreht. Und die Spikes, die zeige ich euch jetzt, wie die nach einer Wintersaison fahren. Im Gegensatz zu den neuen ausschauen, was die verloren haben. Kein Unterschied. Der da scheint noch immer im Einsatz gewesen im Winterdienst. Räumen und auch einiges an Streuen. Ich aber dem, ich war beim Streutraktor auch drauf und sind wir jeden Tag gefahren im Winter. Und da sieht man nagelneu. Das ist der Unterschied. Nach der ersten Wintersaison. Also muss sagen, akzeptabel. Der Preis, ja, der liegt bei so einer Packung. So ein Stück ist circa 1 Euro. Und wenn man so 100 der Packung kauft, dann hat man halt nur die Lieferung dazu. Das sind circa 120 Euro. Brauche ich alles. Alles zusammen vielleicht 400 Euro Spikes. Und mit dem fahre ich sag mal, 3 Saisonen, glaube ich, geht es aus. Ja. Gut, dann schrauben wir noch ein bisschen weiter. Ungewohnt mit der Frontkamera. So, das ist der Einsatz. Spikes haben da 2 Kerben gegenüberliegend. Da setzt man die ein. Dreht aus. Gut. Ist ein Gefummel, aber in ein bisschen über eine Stunde habe ich beide Reifen wieder ohne Spikes und muss den ganzen Winter keine Kette auflegen hinten. Also ich glaube, das rentiert sich schon. Und überhaupt der Preis, das ist kaum nicht vergleichbar. Ja. Das Hauptproblem sind die kleinen Steine, wo es da in den Kerben drin sich verschanzen. Dann natürlich ein bisschen im Weg rumstehen, ne? So, die letzte Ausbeute. Was ist das soweit? Ja, dieses Steuergerät hat sich verabschiedet, das Grüne. Ist dann schon immer
Während der Fahrt hat es immer schnell ein- und ausgeschalten. Plötzlich war dann Stillstand. Keine Ahnung warum. Salz kann es nicht sein, weil. Schaut nicht so aus, sagen wir mal so. Ja. Nützt nichts. Da sieht man schon, das ist natürlich ja, ein bisschen einölen, dann geht es schon wieder. Kostenwandler. Gut. Sonnenschein, das wächst. 3 Wochen geht die Ernte los. Okay. Okay. War ein schnelles Update nur. Und den nächsten Tag werden wir dann vor der am Planetengetriebe das Öl wechseln. Schauen wir mal. Wenn man viel Schneeketten fährt vorne, dann alle 3 in der Stunde gehört schon raus. Und dann werden wir noch das Frontmehrwerk, den Neuzugang, was wir gekriegt haben, werden wir noch ein bisschen Service machen, Öl tauschen. Und das weiße Dreieck, das neue, noch montieren. Damit können wir dann starten, sobald das losgeht. Sind wir gerichtet. Dann sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst. Servus.